Moin, ich bin Gambit-Spieler und ich begrüße euch nach langer Zeit mal wieder zu einem Video der Reihe Wir lernen Schach. Und in diesem Video geht es um eine Bauernstruktur, die man kennen muss und wie man mit der spielen muss, beziehungsweise wie man gegen diese Bauernstruktur spielen sollte. Worum geht's? Es geht um eine Bauernstruktur, einen schwachen Bauern, um genau zu sein, um den sogenannten Isolani. Und wie ihr seht, habe ich hier schon eine Stellung aufgebaut mit einem Beispiel dieser Stellung. Und zwar ist in diesem Fall der D4 Bauer ein Isolani. Warum? Dafür erstmal eine Definition. Ein Isolani ist eigentlich nichts anderes als ein Bauer, der von seinen Nachbarbauern nicht mehr verteidigt werden kann, sondern nur noch von Leichtfiguren oder Schwerfiguren. Das heißt, auf seine Nachbarreihenlinien gibt es keine eigenen Bauern. Gleichzeitig gibt es vor diesem Isolani noch Gegenrisse Bauern. Also entweder in diesem Fall auf der C-Linie, auf der E-Linie oder auf der D-Linie. Dann sind es praktisch Isolanis. Wenn jetzt zum Beispiel der E6 weg wäre, dann wäre es sogar ein Freibauer. Und dann wäre es schon wieder ein bisschen stärker. So, was ist nun das Starke an dem Isolani? Ich habe es ja eigentlich schon angedeutet. Ein großer Vorteil des Isolanis ist, dass der Besitzer dieses Bauern zwei halboffene Linien hat. Eventuell sogar eine ganz komplette offene Linie. Also in diesem Fall kann Weiß ohne Probleme die C-Linie kontrollieren als offene Linie und die E-Linie als halboffene Linie. Ein weiterer Vorteil ist, dass dieser Isolani Felder vom Gegner wegnimmt. Das heißt, Weiß kontrolliert in diesem Beispiel die Felder C5 und E5. Da kann er eigentlich wunderbar Figuren postieren, wie zum Beispiel die Springer, eventuell sogar einen Turm. Und das kann er dann ausnutzen. Wie spielt man nun mit einem Isolani? Es gibt zwei grundlegende Pläne. Ein Plan ist, den Isolani nach vorne zu stürzen, um ihn dann aufzulösen. Das ist praktisch der sichere Plan, denn Isolani an sich ist nicht gerade der stärkste Bauer. Ein weiterer Plan ist, dass man die Stärken, die er noch hat, nutzt. Das heißt, man spielt mit den offenen und halboffenen Linien und den Feldern. Und gleichzeitig einen Angriff auf dem Königsflügel zu starten. Oder auf den König an sich. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Springer auf E5 stehen könnte, hat er hier ein starkes Feld, wirkt gleichzeitig auf den Königsflügel, auf den König im Angriff. Das sind die beiden Grundideen. Ich persönlich nutze meistens die Idee, dass ich den Bauern einfach versuche, nach vorne zu stoßen und dann abzutauschen. Dann habe ich meistens auch noch gleichzeitig, weil ich halt die Felder kontrolliere und die Linien, ein sehr starkes Figurenspiel im Zentrum. Wie spielt nun der Gegner gegen diesen Isolani? Drehen wir mal das Brett. Wie spielt er nun? Wir haben erst die Stärken ja gesehen. Was sind aber nun die Schwächen? Naja, die eine Schwäche ist natürlich, dass der Bauer deckungsbedürftig ist. Er braucht immer Leichtfiguren, um ihn zu halten. Das heißt, Weiß muss Figuren nutzen, um den Bauern zu verteidigen. Er ist also ein bisschen unflexibel. Zweite Schwäche, wenn nun mal diese Figuren weg sind, dann hat der Gegner eigentlich nichts mehr, um den Bauern zu halten, außer den eigenen König. Und damit haben wir eigentlich schon den ersten Plan. Der erste Plan ist ganz simpel. Man entfernt alle Figuren und läuft dann mit dem Bauern, mit dem König an den Bauern und holt ihn ab. Denn im Endeffekt kann Weiß diesen Isolani auf lange Sicht nicht halten, weil er halt schwach ist. Schwarz dagegen kann in diesem Fall versuchen, mit seinen Bauern Freibauern zu schaffen. Weiß wird das nicht hinkriegen, weil er halt immer an diesen Bauern gedeckt sein bleiben muss mit dem König. Das ist der erste Plan. Aber wie kommt man nun daran am besten? Grundidee Nummer 1. Weiß möchte ja den Isolani auflösen. Das heißt, ich möchte es verhindern als Gegner. Wie mache ich das? Indem ich den Isolani so lange wie möglich auf dem Feld lasse, wo er ist. Das heißt, ich blockiere ihn. Wie zum Beispiel, wenn jetzt Turm C1 kommt, nutzen der offenen Linie,
spiele ich zum Beispiel als Gegner Springer D5. Ich blockiere praktisch diesen Isolani. Er kommt nicht weiter. Und kann gleichzeitig Felder mit Läufer F6 auf ihn angreifen. Großer Vorteil halt ist, der Bauer bleibt schwach. Er kann nicht umgetauscht werden. Bei diesem Blockieren sollte man wirklich versuchen, nur schwache Figuren zu nutzen, also Leichtfiguren. Aber es ist immer besser, eine Figur zu nutzen, zu nehmen, als einen Bauern. Also in diesem Fall ist es schlecht, mit einem Bauern zu nehmen. Warum? Weiß kontrolliert die offenen Linien. Gleichzeitig ist die Schwäche vom Weißen, dieser Isolani hier, weg. Beziehungsweise Schwarz hat jetzt selbst einen Isolani, weil er praktisch auch deckungsbedürftig ist. Wow. Aber Weiß kontrolliert halt. Deswegen nicht mit den Bauern, immer mit Figuren. Also wenn jetzt Weiß den Springer nimmt, mit der Dame nehmen. Immer Figuren nutzen. Solange der Bauer nicht seine Schwäche verliert, hat der Gegner Vorteile. So, und das war's. Fassen wir nochmal zusammen. Pläne von Weiß. Isolani auflösen, indem er vormarschiert. Oder Isolani stehen lassen und dann am Königsflügel Angriff zu starten. Was recht gut möglich ist, weil er halt weitere Felder klaut. Gegenspiel. Gegenpartei. Blockieren des Isolanis mit Figuren. Ja, wenn es eben geht, verhindern, dass man selbst mit einem Bauern nehmen muss und somit die Schwäche des Isolanis des Gegners auflöst. Und gleichzeitig versuchen, alle Figuren so schnell wie möglich abzutauschen. Denn diese Stellung ist für Schwarz gewonnen. Weil halt der Isolani, der vorher nur Stärken, auch Stärken hatte, jetzt diese Stärken nicht mehr hat. So, das war das Video und ich hoffe, ihr hattet Interesse dran und hat euch gefallen. Ich werde noch ein Aufgabenvideo dazu erstellen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Gambit-Spieler.